Servus und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Konzi und heute haben wir für euch einen exklusiven Schuh dabei. Und zwar könnt ihr schon sehen, es ist ein Nike-Modell. Es ist der Superfly Mercurial 6. Dieser Schuh trägt die Bezeichnung Elite. Und ja, heute wollen wir uns den Schuh gemeinsam anschauen in einem Unboxing. Ich werde euch vielleicht ein paar Fakten dazu erzählen können. Ein ausführlicher Test wird sicherlich folgen. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem Unboxing an. Ja, so sieht er aus. Der Superfly Elite. Wie gesagt, mit dem haben wir schon gespielt. Also es ist jetzt nicht, dass ihr euch wundert, dass das jetzt abgenutzt ist. Und ich denke, auf den ersten Blick sieht man auch schon die Neuerung. Die wichtigste. Die Sohle hier ist halbiert bzw. komplett weggefallen. Und wir haben halt die Fersen vorne und hinten. Und daher denke ich mal, ist der das Ballgefühl dadurch nochmal verbessert, weil man viel näher am Boden ist. Ansonsten feines Material. Und hier der zweite Schuh. Was natürlich auffällt, das Modell ist jetzt nicht nur optisch, sondern auch vom Gefühl her, wenn man ihn am Fuß hat, enger geschnitten. Die Socke oder das Color, wie man das hier nennt, liegt auch viel enger am Fuß an und ist auch optisch kürzer. Das haben wir ja bei Ronaldo gesehen, dass er sich auch oft das kürzer geschnitten hat, um einfach, ja, wahrscheinlich hat es für seine Spielweise einfach besser gepasst. Es gibt auch Leute, die das gemacht haben. Tim hat das auch mal gemacht mit seinem Superfly. Ansonsten die Ferse ist auch hier, wie man sehen kann, einiges weicher geworden. Ich denke, da wird es hoffentlich weniger Probleme geben. Beim Superfly 4 war das ja noch ein Problem. ACC ist wieder mit an Bord, also dass die Griffigkeit beim schlechten Wetter oder bei Regen, Schnee und so weiter gegeben ist. So vom ersten Eindruck ist das Material noch mal dünner geworden, wie es schon beim, als jetzt schon beim Superfly 5 der Fall war. Anfangs wirkt er etwas steif, aber nach circa einer Stunde Einlaufzeit bzw. einfach jetzt mal in den Schuh schlüpfen, ein paar Meter laufen, passe ich das an, das Material, und gab auf jeden Fall keine Bedenken oder keine Probleme, die jetzt direkt aufgefallen sind. Also es ist viel noch mal viel besser an die Fußform geschnitten, und ja, man hat einfach das Gefühl, man würde barfuß spielen. Ob das jetzt ein Vorteil ist gegenüber dem Fünfer, muss man einfach in einem Test sehen, aber innovativ auf jeden Fall. Also das Design mit der Sohle ist auf jeden Fall was Neues. Dass es bisher bei Nike zumindest, bei anderen Herstellern weiß ich es nicht genau, noch nicht gab. Ich denke mal, dass man auch durch diese Sohle, durch das Weglassen vom Mittelteil, ist es natürlich irgendwie flexibler geworden. Man sieht ja, lässt sich sehr, sehr leicht dehnen und verbiegen. Bin auch gespannt, wie das Modell wird, also praktisch der klassische Mercurial, also ein Low-Cut-Modell. Weil davon bin ich wirklich ein Fan, und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich wie beim 5er und beim Vapor 11 oder 10, dass ich das Vapor Modell einfach auch besser finde, und vor allem ist ja auch nochmal günstiger. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewertet und auch gerne einfach eure Meinung zu dem Schuh unten in die Kommentare niederschreibt. Und ja, ich werde auf jeden Fall die Kommentare durchlesen und auch mal schauen, was euer Eindruck ist von diesem Modell. Und bin gespannt auch, wie sich der Schuh in einem ausführlichen Test schlagen wird, den wir sicherlich, sobald wir
den schon in ausreichender Zahl haben, nachholen werden. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal.